Ich habe hier LibreOffice Draw einmal geöffnet und möchte nun auf die Symbolleiste zu sprechen kommen. Hier oben ist die Standard-Symbolleiste, hier links befindet sich die Zeichnungsleiste und rechts ist dann auch noch eine Seitenleiste. Die finde ich hier auch unter Ansicht und hier Symbolleiste, da sehe ich, ist die Standardleiste aktiviert und die Zeichnungsleiste, wenn sie mal wieder nicht da ist oder ich sie aus Versehen verloren habe, dann kann ich sie wieder hier aktivieren. Genauso auch mit der Seitenleiste. Und die Seitenleiste, die kann ich auch minimieren, hier zum Beispiel mit dem X. Dann kriege ich sie wieder groß, indem ich hier auf das Symbol drücke. Kann da auch mehrfach draufdrücken, kann sie auch dadurch minimieren. Und hier ist auch ganz schön, dass hier alle Grundformen auch vorhanden sind. Das heißt, wenn ich zeichne und ich brauche eine bestimmte Form, dann kann ich sie hier finden. Die Symbolleiste links, die ist ganz praktisch und ich kann hier zum Beispiel auch Untermenüs finden und diese Untermenüs kann ich auch hier rausziehen, falls ich das mal brauche oder kann sie auch hier oben in die Symbolleiste reinziehen. Dann habe ich hier vielleicht noch eine zweite Ebene und die kann ich auch fixieren und dann benutzen oder die Fixierung wieder aufheben und dann diese Leiste auch wieder schließen. Ich kann sie allerdings auch zum Beispiel hier rechts hinziehen. Und die Zeichnungssymbolleiste, die kann man auch anpassen, indem man hier mit Rechtsklick drauf geht und die Symbolleiste anpassen auswählt. Und dann habe ich hier ein Menü. Hier sind alle Befehle, hier die Zeichnung, die angeklickt sind, sind jetzt zu sehen in der Zeichnungsleiste. Und da LibreOffice Draw nicht so wie der Writer funktioniert oder wie Word, muss ich hier auch häufig Textfelder benutzen. Die aktiviere ich einmal. Und damit wir es ein bisschen übersichtlicher gestalten, deaktiviere ich einmal diese Linien. Die Grundform habe ich auch rechts zur Verfügung und habe das ein wenig aufgeräumter links. Diese Einstellung, die kann ich auch wieder löschen, indem ich, das habe ich einmal hier schon vorbereitet, unter meiner Festplatte C gucke, den Benutzer auswähle, dann den Benutzernamen meines IGB und hier dann auf App Data gehe, Roaming, LibreOffice 4 und dann sehe ich hier mehrere Ordner und dieser Ordner Users, wenn ich den lösche, dann sind meine Einstellungen alle wieder aufgehoben. Dementsprechend kann ich dann eventuell, das habe ich noch nicht ausprobiert, auch diesen Ordner einfach irgendwie kopieren und vielleicht an einem anderen Computer einfügen oder ersetzen und sollte dann auch meine Voreinstellung vielleicht übertragen können. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.